Das ist ja nicht lustig, Jago, und dann kannst du nicht freuen, was ist, wenn wir alle krank sind? Das geht nicht! Wer macht denn das mit den Pferden? Was ist denn da los mit euch? Was ist denn los? Ihr haltet ja keinen Abstand ein. Seid ein bisschen narrischer, wie sie zusammensetzt. Geht auseinander. Aber schnell auseinander, oder? Das geht nicht. Wollt ihr ein Virus haben, oder was? Abstand halten, hat er gesagt. Geht auseinander. Was ist mit den Tapes? Geht auseinander jetzt? Auseinander! Sonst kommen die Nudeln! Ja, die machen das so, wie der Sebastian das sagt, ha? Die sind so weit nur auseinander. Aber was ist da los? Seid ihr jetzt alle zusammen da? Was ist, wenn's krank seid? Du haltest nicht den Bastel seine Maßnahmen. So nah nebeneinander. Was ist denn da? Und da kommt der Nächste. So, wie soll's mit unseren Ziegen jetzt aus, oder was? Tilly und Zenzi? Die halten den Abstand so gut ein. Überall muss ich aufpassen, da am Hof. Die Tilly ist eh aus Italien. Nein, die Zenzi ist aus Italien. Die schuldet was unserem Land. Muchacho, endlich hast du mal was dazugelernt. Na los geht's jetzt in Quarantäne. George, die einzige ist die Annika, die einen Abstand halten kann. Das ist aber echt die einzige. Alle anderen sind zusammen. Das gibt's ja nicht. Was ist da los? Was ist da los? Wollt ihr alle in Quarantäne gehen? Da müssen wir den Store zusperren. Da kommt keiner mehr raus. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich anfangen soll zum Helfen. Ich glaube, es ist bald komplett verrieben mit uns. Da ist wenigstens eine, die hört auf mich. Auf die ist wenigstens immer Verlass, Rubina. Du machst es mit Abstand so gut. Ich sag's euch, 2 Wochen kannst du drin bleiben. 2 Wochen! Jetzt sind wir halt auch in Quarantäne, aber ist egal, wir finden, wir sind viel schöner.